Herzlich willkommen zurück. Und zwar ist hier eben gerade, ich habe gerade gestartet und da ist... Oh mein Gott, ich hätte nicht durchs Wasser fahren dürfen. Nein! Ein Meteor runtergekommen. Ich bin mir nicht genau sicher, wo. Müsste eigentlich... erst direkt hier. Da kann ich auch bei der Möglichkeit gerade die Arche mitnehmen. Mein Motorrad ist nur fast kaputt. Und zwar, ich habe die Steuerung ein bisschen geändert. Ich habe den Fokus auf einen anderen Knopf gelegt. Und dadurch... Was geht denn hier? Ich will hier mitmachen. Huch. Und dadurch habe ich aus Versehen hier mein Zerschmettern eingesetzt. Und hab mein Motorrad getroffen. Deswegen ist es jetzt fast kaputt. Weil Steuerung ist schon nicht unbedingt... nicht unbedingt einfach zu erreichen. Deswegen habe ich es auf... auf die 12 gelegt. Weil ich eine Maus habe, wo halt 10.000 Tasten an der Seite sind, ist es einfacher, da dran zu kommen als Steuerung tatsächlich. Muss ich hier nur irgendwie hochkommen. Nein, nicht wieder runter. Hoch, hoch. Ich will auch keinen Wachturm machen. Oh mein Gott. Also, oh mein Gott. Motorrad ist echt schon ein bisschen anstrengend zu fahren. Kann ich eventuell mir wieder ein Auto irgendwo aneignen? Steht hier eins rum. So viel dazu. Ach ja. Gegen den fahre ich nicht nochmal ein Rennen. Letztes Mal hat er mich zu einer Straßensperre hingeführt. Und wir sind beide gestorben. Weil er ist gestorben. Wenn mir nicht mehr... Nee, ich habe die Straßensperre ja dann entfernt. Gucken wir mal, was es da gibt. Ich achte jetzt mal nicht auf die ganzen Sachen, die hier links und rechts passieren. Ich möchte jetzt wirklich nur zum Meteor. Hier ist wieder so ein Banditenunterschlupf. Hey, hey. Nein! Der sagt, man soll hupen, damit der anhält, aber er hält nicht an. Das ist doch scheiße. Vielleicht wegen dem Banditenunterschlupf, das kann sehr gut sein, aber... Naja. Okay, irgendwo hier hinten muss der runtergekommen sein. Hey, was, was? Ich kümmere mich um den Meteor, das ist sehr viel interessanter. Ah, das sieht gut aus. Verdammt. Ich habe den Doppelsprung vergessen. Hey Lilly, dieser Ort hier scheint gefährlich zu sein. Du bist nicht mehr in Vineland, Walker. Bereite dich lieber gut vor. Ah, haben die die Sprache geändert? Warte mal.
Also ich hatte definitiv englische Sprachausgabe. Das werde ich dann für die nächste Aufnahme wieder ändern. Hallo. Gib mir das gute Feldrit. Alien Metall, Mineral, was auch immer. Das ist auf jeden Fall einiges. Ich meine, über 500. Nur für einen Meteoriten ist schon gar nicht übel. Wow. Dann hole ich mir als nächstes mal... soll ich mir... Nee, ich hole mir... Das da will ich markieren. Ich mache erst da oben den Banditenunterschlupf und dann... hole ich mir die Arche danach. Hier ist wieder so ein Banditenunterschlupf. Da ist ja noch einer. Ja, der ist näher dran, dann mache ich den zuerst. Mein, was soll's? Sehr, sehr dumm. Das war schon besser. Ich habe den gesehen, den Unsichtbaren. Hey. Ganz ruhig, ja. Guck mal hier. Oh, das war's schon. Die Kisten hole ich mir aber trotzdem. 4 Stück insgesamt. Und ein Datenpad. Das haben wir hier. Die Frage ist jetzt, wo ist der Rest? Also die restlichen 2 Kisten. Eine könnte sehr gut hier oben sein. So, die letzte. Verdammt, ich vergesse immer noch mal zu springen. Hier vorne vielleicht? In irgendeiner anderen Kiste drin? Also in so einem Container? Oder auch nicht? Kann man diese hier öffnen vielleicht?
haben wir noch einen. Da ist noch eine normale Kiste oben drauf. Da hinten vielleicht. Irgendwie versteckt. Ich habe das Gefühl, irgendwie muss ich die hier aufbekommen. Irgendwo einen Knopf drücken, vielleicht. Irgendwas drücken? Da hinten ist er. Okay, ich hab's gefunden. Da komme ich aber trotzdem nicht hoch. Einfach so. Brauche ich noch einen besseren Doppelsprung eventuell. Wenn es sowas gibt überhaupt. So, das hätte man. Uff, zum nächsten. Der ist ja zum Glück nie so weit weg. Ich kann dann nochmal bei Zeiten, das heißt bei Zeiten, wenn ich den Außenposten gemacht habe und danach die Arche, gucke ich mal, was ich alles so skillen kann. Was passiert hier? Was zur Hölle? Was geht denn hier? Wer schießt denn da bitte? Okay. Was ist das? Ich gehe erstmal. Oh mein Gott. Ich mache erstmal die Kelle hier hinten weg. Weißt du? Ich kann eventuell. Kann ich mit dem Overdrive das Ding zerstören. Ich muss auf jeden Fall nah ran. Ohne dass er mich treffen kann. Er weiß, wo ich bin. So viel dazu. Das ist ein Panzer. Ach, jetzt sehe ich das. Ich habe tatsächlich gedacht, dass es ein bisschen schwerer wäre. Boomer, ich will auch so ein Auto haben. Würde mir vielleicht ordentlich helfen gegen diese Wachtürme. Ha. Gibt's hier was? Nee. Nichts mehr übrig. Ich würde sagen, ich hole mir erst die Ark. Meine Rüstung reagiert auf ein Signal in der Nähe. Das muss Arktek sein, oder? Das hast du sehr gut rausbekommen. Ich habe Signale empfangen. Könnte eine alte Arche sein. Wenn sie noch keiner betreten hat, könnten sich Waffen und Ausrüstung darin befinden. Ja. Unbedingt checken. Deswegen bin ich dahin unterwegs. Hä?
Nö. Okay. Ich bin wieder da. Ich muss mir mal dieses Ding holen, diesen Skill holen, dass ich alles mit dem... Oh mein Gott. Mit dem Fokus-Ding aus der Entfernung sprengen kann. Ich glaube, es ist gar nicht so übel, das zu haben. Zeig mal, was du hast. Sicherheitsscan abgeschlossen. Willkommen in der Arche 422A. Okay, es ist also keine Waffe. Es ist ein neuer Skill. Haha. Sie haben die ID Slam. Vorübergehend der Schwerkraft und attackieren Gegner von oben, um einen heftigen Stoß kinetischer Energie zu erzeugen. Okay, akut. Also akut ist auf meiner Maus die 12. Ich weiß nicht, warum die akut heißt. Aber ja, so ist es. Okay. Muss ich es halten oder? Kann ich es einmal drücken. Kann's einfach drücken. Nur einmal noch. Gut. Das gefällt mir. Sie sind, wenn Sie die Slam-Erweiterung einleiten, desto mehr Schaden fügen Sie Ihren Gegnern zu. Also ich kann auch. Aha. Das ist ja schon mal was. Nice. Kann ich direkt mal ausprobieren? In dem neuen Banditen-Tummelort oder hier direkt einfach. Genau so. Das war falsch. Das hier ist richtig. Ich hatte doch alle, ja doch, Lagerkisten. Haben wir nochmal zwei direkt, drei direkt nebeneinander? Machen wir jetzt den hier, der ist näher dran. Scheint Spaß zu haben da hinten. Mir das. Danke sehr. Wie viel habe ich überhaupt? ...3600 und... Was genau ist das hier? Keine Ahnung.
Ich habe keine Ahnung. Walker, Dr. Quasier ist noch da draußen. Wir müssen ihn finden. Lilly, dieser Ort wirkt nicht gerade einladend. Mom würde jetzt sagen, dass ein Ranger zuerst die Lage sondiert, um später auf alles vorbereitet zu sein. Zur Hölle? Kann aber nicht so mehr, merke ich gerade. Hey! Was war das denn? Ich brauche Munition. Wie sieht Sturmgewehrmuni nochmal aus? Oh fuck. Ah, oh, sehr schön. Da ist Munition. Na? Aha. Hä? Ach so, stimmt ja. Das ist... Okay. Köpfe runter! Du machst uns keine Angst! So viel dazu. Jetzt muss ich mir nur noch die Kisten holen. 3 Stück waren's. Drei Lagerkisten. Huh. Irgendwo muss es hergeben. Tun wir nochmal 1. Die zweite und die dritte. Auf zum nächsten. Was gibt's da alles? Oha. 2 Datenpads, 1 A-Kiste und 7 normale Kisten. Das könnte interessant werden. Ich habe jetzt überhaupt... Steht da so ein Panzerfahrzeug rum? Bitte was?